das Spiel geht schon mal los. Der SCVL stößt an. Da können sich die Pferler durchsetzen und Lukas Klünter rettet in höchster Not vor Joel Godowski. Sehr gut. Da hat Klünti sein Tempo einmal kurz ausspielen können. Schneller Antritt und kommt dann gerade noch so vor den Abschluss von Godowski hin. Sehr gute Aktion von Lukas Klünter. Andrade mit einem langen Ball durch die Mitte. Oh, das geht mal schnell. Kanritsch lässt klatschen für Inge. Der raus auf Bello. Bello jetzt schon im Strafraum. Abschluss. Tor. 1:0. George Bello. In der 24. Minute. Klasse Abschluss. Das sah doch mal richtig gut aus. Aus der eigenen Innenverteidigung aufgebaut in die Mitte. Dann geht schnell Kanuric mit einem Doppelpass mit Burak Inge. Der legt dann raus auf George Bello, der da durchgestartet war. Hat ja einen sehr explosiven Antritt. Gute Endgeschwindigkeit. Zieht in den Strafraum und überwindet dann aus gar nicht mal so einfachem Winkel Niklas Tiede im Tor der Pferler. 1:0 für Arminia in der 24. Minute. George Bello. Schapina tritt an gegen Arne Schulz. Komm, Arne. Ah, Schapina trifft. Arne hat die Ecke immerhin, aber wuchtiger Schuss. Da kann Arne wirklich gar nichts machen. Ausgleich für den SCVL in der 36. Minute. Kanuric, der den Ball wieder gewinnt, am 16er. Inge auf Serra und der schießt ab, aber Tiede hat das Ding. Kann im Nachpacken zupacken, aber das sah doch mal gut aus. Früher Ballgewinn, gut draufgegangen. Die Raumaufteilung passt bei uns gegen den Ball. Kanuric gewinnt den Ball. Zu Burak Inge, der zu Yannick Serra. Abschluss aus Spitzenwinkel. Diesmal hat Tiede den Ball. Aber wir rücken sehr gut nach. Sind direkt wieder mit 4 Spielern auf der letzten Reihe. Und trotzdem kommen die Pferler zum Abschluss. Aber Arne Schulz ist da. Ich glaube, es war wieder Wolfram. Wieder auf Kunzbruch. Wir sind schon am gegnerischen Strafraum. Kunzbruch mit dem Abschluss. Aber Tiede kann parieren. Bisschen Tempo aufnehmen. Ein Haken hat ihn jetzt auf rechts. Versuch's mal mit dem Abschluss. Und der geht knapp vorbei. Schade. Basti Ocipka. Gute Aktion, hat mal ein bisschen Platz. Brian läuft dann diese Lücke gut frei, indem er nach außen zieht. Dadurch ist dann im Zentrum Platz. Das sieht Basti natürlich. Zieht rein, versucht es dann mit seinem schwächeren Recht mit dem Abschluss. Und der geht hauchzart links vorbei. Jetzt kommt er rein an den zweiten Pfosten. Zurückgelegt. Probst. Geblockt. Wieder geblockt. Sehr gut. Also da sieht man, die Jungs haben richtig Bock heute, zumindest jetzt hier in der zweiten Halbzeit, die Null zu halten. Schmeißen sich da in jeden Ball rein. Auch hier Robin Hack, der die Flanke blockt. Und jetzt ist das Spiel vorbei. 90 Minuten sind rum. Wir trennen uns im ersten Testspiel dieser Wintervorbereitung 1:1 von dem Drittligisten SCVL, unseren Nachbarn hier aus dem Kreis Gütersloh. Herzlich willkommen, Arne Schulz, hier bei uns im Arminia Club TV. Ihr habt gerade euer erstes Testspiel der Wintervorbereitung absolviert. 1:1 ging es gegen den SCVL aus. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir sind ein bisschen schwer reingekommen. Aber haben es dann gut gemacht, konnten dann auch ein bisschen die Sachen umsetzen, die wir uns jetzt schon in der Woche vorgenommen haben, dass wir ein paar Prinzipien jetzt vom Ende der Hinrunde mitnehmen in die Rückrunde. Und ja, dafür denke ich, war es gut. Der SCVL hat heute bereits sein drittes Testspiel der Vorbereitung absolviert. Nächste Woche starten sie bereits in die Rückrunde. Ihr habt den ersten Test hinter euch. Was macht das für einen Unterschied in so einem Spiel aus, dass sie bereits gewisse Routinen eingespielt haben und ihr noch am Anfang der Vorbereitung steht? Ja, du sprichst es an, das ist halt, wir sind gerade am Anfang, wir hatten jetzt eine richtig knackige Woche, jeden Tag zweimal Training, dann hast du natürlich ein bisschen schwere Beine und wir haben in der Halbzeit einmal komplett gewechselt. Sie sind natürlich jetzt so in ihrem Ablauf, dass sie nächste Woche in die Liga starten können, das heißt, sie sind alle relativ spritzig und waren jetzt schon ein bisschen mehr eingespielt und haben weniger gewechselt, aber dafür, wie gesagt, haben die Jungs das gut gemacht. Du sprichst es an, die erste Trainingswoche liegt hinter euch. Wie hat dein Körper und auch du mental auf diese knackige Trainingswoche reagiert, die ja auch 8 sehr intensive Einheiten umfasst haben, die Leistungsdiagnostik stand an. Wie fandest du es? Ja, also grundsätzlich ist eine Vorbereitung immer hart, so. Das ist auch wichtig, dass wir die Energie da auf den Platz kriegen. Ja, ich finde knackig immer gut, so, dass man die Beine wieder ein bisschen spürt. Dafür war die Pause auch lang genug. Absolut. Wir stehen hier gerade bei knackigen 10 Grad. Am Donnerstag geht es für euch ins warme Spanien, nach Benidorm, um genau zu sein. Wie sehr freust du dich auf die Zeit und die Arbeit dort vor Ort? Ja, für mich ist auch das erste Mal Benidorm und ich habe richtig Bock. Die Jungs, die schon da waren oder die Trainer, die da waren, die schwärmen alle ein bisschen davon, dass die Bedingungen so top sind. Ja, und dann heißt es da auch gegen gute Gegner Gas geben. Und ich glaube, das ist dann optimal, um uns vorzubereiten. Super, danke Arne und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.